Tu Opfer, geh mir aus dem Weg. Ich bin auf einer Mission, wo es um mein Leben geht. Ich weiß, dass meine neue Flamme auf Geschenke steht. Deswegen brauch ich jetzt einen, sonst ist alles zu spät. Weihnachtsstress, weil der Gedanke an Geschenke ihn nicht mehr loslässt. Weihnachten war früher ein entspanntes Fest, doch jetzt hat er Weihnachtsstress. Ich cruise die Einkaufsstraße entlang, hinter mir fangen die Autos zu hupen an. Ich bleibe obercool, cruise ohne viel zu lenken, denn wenn ich wenig lenke, kann ich besser denken. Mein Problem ist, sie will nicht, dass ich online kaufe. Sie will, dass ich physisch in Geschäfte laufe. An ihrer Wohnungstür steht Support, ihr Local Dealer. In der Gang meine Brüder und die lachen nur darüber. Die surfen nur im Web für ihre Chicks. Da gilt die Kreditkarte schon nach ein paar Klicks. Ich respektiere meine Frau, geh auf ihren Freund schreien. Weihnachten soll ein Fest der Liebe sein. Weihnachtsstress, weil der Gedanke an Geschenke ihn nicht mehr loslässt. Weihnacht war früher ein entspanntes Fest, doch jetzt hat er Weihnachtsstress. Ja, warum muss Weihnachten im Winter laufen? Im Sommer könnte ich ihr einen Bikini kaufen. Die geht's dann sogar im Sonderangebot und ich hätte nicht diese scheiß Geschenke-Not. Schultert doch nur dieser Weihnachtsmann, soweit ich weiß, fühlt der mit dem Geschenke-Stress an. Denn der Kickoff für diesen Weihnachts-Event war mal gerade Trieb im Orient. Bei Ochs und Esel kam der Weihnachtsmann zur Welt, drei Könige haben sich dann noch daneben gestellt. Die folgten einem Weihnachtsstern zu ihrem Ziel. Ich glaube, da waren ganz schön viele Drogen im Spiel. Im Weihnachtsstress, weil der Gedanke an Geschenke ihn nicht mehr loslässt. Weihnachten war früher ein entspanntes Fest, doch jetzt hat er Weihnachtsstress. Meine Braut hat einen Job in der gehobenen Position, deswegen steht sie so auf Weihnachten und Tradition. Hohe Schuhe, weiße Bluse, Haare sprengende Kämpfe. In ihrem Kostüm ist sie der Businessman. Einen Buddy hält sie mit Kickboxen fit. Ein falsches Wort, dein Hirn macht Reset. Wenn sie morgens geht, nimmt sie mich noch in den Arm und sagt, denk an das Geschenk, du Weihnachtsmann. Bleib mir treu und hat mich lieb, aber mein Auto muss vor Weihnachten noch zum TÜV. Was? Weihnachtsstress, weil der Gedanke an Geschenke ihn nicht mehr loslässt. Das Auto noch zum TÜV gibt ihm den Rest und maximiert den Weihnachtsstress. Vor Weihnachten zum TÜV und Geschenke loben, also stellst du an die Sache auf den Hinterhof. Der mobile Pickel kommt auf die Hebebühne. Jetzt brauche ich ein Geschenk für meine Zuckerbiene. Langsam schickt der kleine Wagen in die Höhe. Da habe ich einen Flash Geschenkidee. Um ihrem Fahrstil neue Impulse zu geben, werde ich den kleinen Wagen tiefer legen, die Fenster mit schwarzer Folie bekleben, den Lack mit rotem Perlmutt vergeben. Aus der Hutablage fliegen noch die Diddelmäuse raus, sowas passt in das Auto einer Cruisermaus. Ins Heckfenster kommt aber ein Spruch und richtig frecher. Halt Abstand, ich bremse für meinen Stecher. Vorbei ist der Weihnachtsstress, weil Geschenke technisch etwas machen lässt. Weihnacht wird wieder ein entspanntes Fest, adieu. Weihnachtsstress. Und jetzt ist endlich Heiligabend da. Die Weihnachtsüberraschung ist ganz nah. Unten steht ihr Auto frisch lackiert mit TÜV-Plakette. Doch kannst nicht sehen, da liegt eine Decke. Ich verbinde ihr die Augen, führe sie hinunter. Vor lauter vor Freude lächelt sie munter. Die Stilettos klappern im Treppenhaus. Ich weiß, da fühlt sie vor lauter Freude aus. Und jetzt stehen wir vor dem Auto. Ich heb die Decke an. Frohe Weihnachten, mein Mausezahn. Was mich antrifft, ist ihre Faust. Und dann gehen bei mir auf und die Lichter aus. Was die Bitch noch mit mir macht, erlebe ich nicht mehr. Erste Notarzt stellt mein Bewusstsein wieder her. Er beugt sich über mich an der kranken Bar und sagt: Weihnachten ist nichts für Liebespaare. Jetzt hat er wieder Weihnachtsstress und außerdem noch Verletzungspech. Weihnachten wird dies Jahr ein schmerzhaftes Fest und dazu kommt Beziehungsstress. Okay.